Palmström, 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 Palmström. Palmström nimmt Papier aus seinem Schuhe und verteilt es kunstvoll in der Stube. Und nachdem er Kugeln draus gemacht und verteilt es kunstvoll und zur Nacht und verteilt die Kugeln so zur Nacht, dass er, wenn er plötzlich nachts erwacht, die Kugeln knistern hört und ihn einheimlich grugeln packt, dass sie ihn der Nacht einheimlich grugeln packt beim Spöpöpup der packpapierenden Kugeln. Palmström, 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 Palmström. Palmström reist mit einem Herrn von Korf in ein sogenanntes böhmisches Dorf. Unverständlich ist ihm alles dort, von dem ersten bis zum letzten Wort. Auch von Korf, der nur des Reimes wegen ihn begleitet ist um Rat verlegen. Doch just dieses macht ihn blass vor Glück, tief entzückt. Kehrt unser Freund zurück und der schreibt in seine Wochenchronik wieder ein Erlebnis voll von Honig. Palmström, 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 Palmström. Korf von Korf, Korf von Korf. Korf erhält vom Polizeibüro ein Geheimformular, wer er sei und wie und wo, welchen Orts er bis an heute war, welchen Stands und überhaupt, wo geboren, Tag und Jahr, ob ihm überhaupt erlaubt, hier zu leben und zu welchem Zweck, wie viel Geld er hat und was er glaubt. Umgekehrtenfalls man ihn vom Fleck in Arrest verführen würde und drunter steht Borowski Heck. Korf erwidert darauf kurz und rund einer hohen Direktion, stellt sich laut persönlichem Befund und dich angefertigte Person als nicht existent im Eigensinn bürgerlicher Konvention vor und aus und zeichnet, wenn schon hin, mit bedauernden Betreff von Korf an die Bezirksbehörde in Stittetown und liest der anbetroffene Chef K-K-K-Korf von Korf, K-K-K-Korf von Korf.